Hola und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, in einem kleinen Tutorial, wie man für YouTube Videos aufnimmt und diese anschließend dann schneidet und dann rendert und dann hochlädt. Das ist sozusagen ein kleines YouTube-Anfänger-Tutorial. Das wurde sich von kleinen Teilen der Community gewünscht und da dachte ich mir doch, da werde ich euch mal zeigen, wie ich so arbeite, auch mit so einem kleinen oder preiswerten Equipment, dass die Videos eine ganz ordentliche Qualität haben. Wie gesagt, ich habe auch viel experimentiert. Es kann sein, dass es bei euch ein bisschen anders ist mit den Einstellungen, aber bei mir läuft es so ganz gut. Wie gesagt, meine ganzen Softwareprogramme und meine ganzen Hardware-Sachen stehen alle unten in der Videobeschreibung, falls ihr dazu Fragen habt. Und ja, da würde ich mal anfangen. Also natürlich, wenn ihr Videos für YouTube aufnehmen wollt, das heißt also Gaming-Videos, keine Vlogs oder sowas, dann bräuchtet ihr erstmal ein Aufnahmeprogramm. Und da gibt es ein ziemlich gutes Freeware-Programm, OBS Studio, wie man hier sieht. Das nutzen auch alle großen YouTuber wie, weiß ich, Gronkh, German Let's Play, alle großen Gaming-YouTuber nutzen auf jeden Fall OBS Studio. Wenn nicht, kann man dann natürlich noch eine Capture Card sich kaufen für 150 Euro namens Elgato oder ich weiß nicht genau wie viel sie kostet. Auf jeden Fall plus 100 Euro oder plus minus, ich weiß es nicht ganz genau. Und auf jeden Fall eignet sich dafür OBS Studio ganz gut. Das sieht man hier unten mal in meiner Aufnahme. Ich klicke hier einfach mal drauf. Da seht ihr jetzt meine aktuelle Aufnahme. Ihr seht das jetzt quasi doppelt, weil es ist jetzt meine Aufnahme und in der Aufnahme drin ist jetzt quasi OBS Studio drin und in OBS Studio ist quasi wieder die Aufnahme drin. Und das spiegelt sich dann immer so weiter. Deswegen ist es gerade ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall kann man sich hier bei OBS Studio, ich lasse es mal klein, ist ein bisschen angenehmer irgendwie, Szenen erstellen. Und in diesen Szenen, die Szenen kann man irgendwie benennen, wie man möchte. Und in diesen Szenen kann man dann Quellen machen. Quellen ist zum Beispiel das, beispielsweise eine Quelle ist zum Beispiel die Bildschirmaufnahme, das heißt alles, was hier auf meinem Screen ist, auf meinem Monitor wird aufgenommen. Die zweite Quelle ist mein Layout. Das seht ihr LZOX und abonnieren. Das ist quasi ein Bild in einer PNG-Datei, die halt drüber geklatscht wurde und quasi ist jetzt, das hier wird, also auf meinem normalen Monitor sieht man ja, ist jetzt nicht dieses LZOX. Bei euch sieht man das natürlich in der Aufnahme, aber wenn ich das jetzt beispielsweise wegschieben würde, mache ich ja gerade während der Aufnahme, und dann geht das auch hier weg. Da seht ihr, es geht weg und jetzt habt ihr hier unten auch, könnt ihr alles sehen, hier bei mir unten in der Leiste. Dann kann man das auch wieder hinschieben und dann ist jetzt unten wieder so ein bisschen grau. Genau, und hier die dritte Quelle habe ich einfach mal La-Button genannt. Das ist quasi hier oben mein kleiner Play-Button, den ich drin habe, der hier oben in der Aufnahme sein müsste. Und ja, kann man sich auf jeden Fall verschiedene Quellen machen, kann man auch ein Bild, wenn man beispielsweise streamen will und macht ein Bild rein, so als Pausenbild oder so, kann man das auch machen. Ich habe hier ein paar Szenen drin, zum Beispiel für Turmoil. Ich wollte irgendwann mal ein Turmoil-Let's Play anfangen, habe es aber nicht wirklich geschafft. Hab da eine Folge aufgenommen, aber ich fand es halt nicht so gut. Auf jeden Fall wollte ich mich jetzt wieder auf das hier konzentrieren. Auf jeden Fall könnt ihr gerne OBS Studio nehmen. Und ich habe ein paar Einstellungen getroffen. Ihr könnt ja mit, dann könnt ihr einfach auf Dateieinstellungen, Sprache Deutsch, Stream ist erstmal egal, weil ihr wollt ja Aufnahmen machen. Dann Videobitrate habe ich auf 2500, Audiobitrate auf 32, geht aber auch auf, kann man auch höher machen, aber braucht man an für sich nicht, weil, dazu komme ich gleich, weil ich meinen Ton über Audacity, auch ein Freeware-Programm, das nutzen auch alle YouTuber, aufnehme. Und ja, also Audio ist erstmal uninteressant. Dann die Aufnahme, natürlich, wo ihr die dann speichern wollt, ne? Hier sieht man natürlich meinen echten Namen nicht so gut, aber ist egal. Und Aufnahmequalität ist wie beim Stream, also wenn ihr hier das hört, macht, ist beim Aufnehmen auch die Qualität höher. Und ja, den Namen will ich hier natürlich gleich noch hoffentlich wegtapen. Ja. Aufnahmeformat könnt ihr natürlich, ich würde euch MP4 empfehlen. Ist am besten für YouTube, kann man so sagen. Audio habe ich komplett ausgestellt.
seht ihr daran, dass ich hier die Mikrofone, alle Mikrofone hier, die ich hier habe, ausgeschaltet habe. Und Desktop-Audio-Gerät ist halt entweder, dass ich das über meine Buchse da direkt das Audio für meine Kopfhörer nehmen kann oder halt das über den Fernseher oder Monitor laufen lasse. Ja, das kann man auch Standard lassen und wenn ihr das so wie ich haben wollt, dass ihr quasi das Audioformat über Audacity haben wollt, seht ihr, meine Aufnahme läuft hier über Audacity, dann würde ich das ja auch deaktivieren. Ein kleiner Tipp von mir. Weil wenn ihr das separat mit Audacity aufnimmt, könnt ihr nachher die Tonspur bearbeiten und wenn ihr kein gutes Mikro habt, könnt ihr da nochmal ganz schön viel rausholen aus dem Mikro, aus den Spuren. Dann Video. Weil ich jetzt gerade hier mit OBS am Aufnehmen bin, kann ich das natürlich nicht ändern, sonst würde ich ja mitten in der Aufnahme das Format verändern. Ich habe das so gemacht und Skalierungsfilter habe ich BigCubic genommen oder BigCubic. Ist ganz gut, kann man machen. Also ich würde euch BigCubic empfehlen. Hotkeys, das ist das Wichtigste an für sich. Die anderen Hotkeys habe ich gar nicht eingestellt. Braucht man an für sich nicht, es sei denn, ihr habt irgendwie ein TS oder Discord. Also ich würde euch Discord empfehlen, weil Discord ist kostenlos und Discord laggt nicht so häufig. Falls ihr noch nicht Discord kennt und immer euer Geld in Teamspeak investiert, dann würde ich mal Discord ausprobieren. Auf jeden Fall würde ich das erstmal Aufnahme starten auf F9 setzen und Aufnahme stoppen auf F10. Sage euch gleich auch warum, weil ich nämlich die Audacity-Aufnahme mit F9 starte und dann kann ich das quasi synchron starten und nachher einfach in Premiere die Spuren von Videospur und von Audiospur quasi synchronisieren, sodass, wenn ich im Video quasi was sage, dass es auch von der Tonspur in Audacity auch übertragen wird. Prozessor-Priorität habe ich einfach normal. Renderer würde ich auch standardmäßig lassen. Hab da jetzt keinen Unterschied gespürt, wenn ich jetzt was anderes einstelle. Das könnt ihr auch alles so lassen und dann könnt ihr auf OK drücken. Ich drücke hier auf Abbrechen, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas verändert habe oder es nicht verändern wollte. So, also das ist hier OBS Studio. Hier könnt ihr aufnehmen. Müsst dann einfach nur noch F9 auf der Taste drücken und dann nimmt das auf. Um jetzt OBS Studio gleichzeitig mit Audacity hier zu starten, was ich ja schon habe, müsst ihr hier in Audacity natürlich auch die Aufnahme starten, auch mit F9, damit die Aufnahme quasi die Video-Bildaufnahme gleichzeitig mit der Audioaufnahme hier läuft. Deswegen müsst ihr hier auch den Shortcut bei Audacity, also Link von den beiden Programmen ist auch immer in der Beschreibung, oder ihr könnt auch selber googeln, müsst ihr hier den Shortcut von oder Hotkey von Audacity auch auf F9 setzen. Das macht ihr wie, ihr geht hier auf Bearbeiten, auf eine Sekunde, wo war das für Ansicht, ich weiß nicht mehr ganz genau, ist schon was länger her, als ich das gemacht habe. Eine Sekunde. Auf jeden Fall könnt ihr irgendwo, ich weiß gerade nicht wo, die Hotkeys ändern. Vielleicht finde ich es noch. Effekt ist es nicht, hier hinten ist es auf keinen Fall. Auf jeden Fall ist es hier irgendwo, ich weiß gerade nicht wo. Auf jeden Fall könnt ihr irgendwo Hotkeys neu einstellen. Wenn ich das jetzt noch finde, ist super, aber ich weiß glaube ich nicht. Und wenn ihr das dann machen könnt, dann könnt ihr die Aufnahme wie bei mir hier. Hier seht ihr Transport, Aufnahme mit F9 und dann läuft die Aufnahme genauso lang wie wie die Videodatei. So, das Video wird jetzt ziemlich lange, wie ich jetzt schon sehe, habe ich 9 Minuten schon rum. Auf jeden Fall, wenn ihr das fertig gemacht habt, könnt ihr dann, also ihr habt jetzt eure Aufnahme angenommen fertig, dann drückt ihr hier einmal auf den Knopf und also Stopp und drückt einfach F10. Dann stoppt die Aufnahme und die Aufnahme sollte hier auch stoppen. Dann könnt ihr hier Datei und dann Ton, also wenn ihr das dann gestoppt habt und ich will jetzt nicht meine Aufnahme stoppen, könnt ihr hier auf Ton exportieren gehen und speichert dann eure Audiodatei und eure Videodatei wird ja schon in dem Ordner gespeichert, wo ihr das
bei Einstellungen angegeben hat, also hier, eine weiter, da, also da ist es ein bisschen verschwommen, weil ich ja jetzt meinen Namen ein bisschen weggetaped habe, könnt ihr auf jeden Fall dann hier euren Ordner einstellen, wo ihr die Videos speichern wollt. So, habt ihr das gemacht, dann gehen wir zur Audiobearbeitung. Die ganze Audiobearbeitung mache ich mit Audition, Adobe Audition. Und sicherlich sagen sich manche Leute, die Creative Cloud kostet im Monat, weiß ich, 9,99 Euro oder mit mehr Programmen auch gerne mal 20 oder 30 Euro im Monat. Das sind im Jahr, es kommt eine ordentliche Summe in einer von 360 Euro raus. Das ist viel Geld. Ja. Und ja, falls ihr gerne die Creative Cloud haben wollt, habe ich für euch eine kleine Sache. Und zwar könnt ihr einfach unter dieses Video schreiben. Ich habe subscribed und auch das Video hier geliked. Dann bekommt ihr von mir eine Direktnachricht und ja, dann werde ich euch den Link zum Download für die Creative Cloud, also könnt ihr euch jedes beliebige Adobe-Programm runterladen, Photoshop, After Effects, Premiere, Lightroom, Media Encoder, was es alles gibt, Audition, ja, könnt ihr euch dann runterladen. Und der Grund, wieso ich dieses Video nicht auf den Kanal stelle, ist deswegen, weil ich dann wahrscheinlich einen Bann oder einen Strike von Adobe bekomme. Und ja, dann könnte ich keine Videos mehr machen oder nur noch Videos in kurzer Länge und ohne Thumbnails. Und ja, das möchte ich nicht. Und ja, falls ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und mir das dann in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich euch einen Link für die Creative Cloud, für den Download bereitstellen. Und da habe ich selber dann noch eine Anleitung gemacht, wie das denn alles geht. Und ja, dann bekommt ihr es kostenlos. Auf jeden Fall bearbeite ich meine Audiodatei mit Adobe Audition. Und ja, hier können wir jetzt auf importieren klicken, dann Datei, dann können wir hier auf zum Beispiel von meinen Videos vom Sound Hipster der Intro können wir jetzt öffnen. Und um jetzt die Mikrofonqualität zu verbessern, drückt ihr einmal STRG und A, dann wählt ihr hier quasi die ganze Tonspur hier aus. Wir können das hier ein bisschen kleiner machen. So. Und jetzt gebe ich euch mal ein paar Tipps, wie ihr eure Audiodatei ein bisschen verbessern könnt. Das ist ziemlich wichtig bei preiswerten Mikrofonen. Und da fangen wir an bei Amplitude und Komprimierung, also Effekte hier oben, Amplitude und Komprimierung. Und dann fangen wir erstmal an mit der Dynamikverarbeitung. Und hier könnt ihr dann eine Vorgabe einstellen. Und ich habe das immer sehr gerne aus Sprachkommentar, weil dann wird die Stimme, ja, wie sieht man so eine Funktion oder einen Graphen. Und auf jeden Fall könnt ihr, wenn ich gerade nicht dumm bin, könnt ihr dann Sprachkommentar einstellen. Und die Aufnahme leckt gerade ein bisschen, weil die wahrscheinlich schon ziemlich lang ist. Und könnt dann unten auf OK drücken. Ich werde das jetzt nicht machen, weil ich das Video schon bearbeitet, also weil ich die Tondatei schon bearbeitet habe. Könnt dann unten auf OK drücken und dann wird das hier alles bearbeitet. Dann ein zweiter Effekt, den ihr drauf machen könnt, wäre, also es sind keine Effekte, es sind einfach Verbesserungen, damit eure Stimme halt, also durch ein Mikrofon wird meistens die Stimme so verzerrt. Und hiermit könnt ihr quasi die Stimme wieder etwas realistischer aussehen lassen. Und mein zweiter Tipp ist der Normalisieren-Prozess. Das heißt, die ganze Lautstärke wird auf 100% gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen was leiser rede, jetzt zum Beispiel, und jetzt wieder etwas lauter rede, dann wird das nachher in der Audiobearbeitung wieder ein bisschen quasi auf einen Punkt gebracht, sodass die Lautstärke einheitlich ist. Werde ich jetzt auch nicht machen, weil, ja, ich brauche es ja nicht. Dann ein Filter und EQ. Da würde ich euch den grafischen Equalizer 20 Bänder empfehlen. Und dann hier die Vorgabe klar und kräftig.
Und da kann man immer noch so ein bisschen rumspielen. Ich mag zum Beispiel, wenn man die 63 hier ein bisschen höher macht und wenn man die tieferen Töne wieder ein bisschen runter macht. Aber das ist Geschmackssache, das könnt ihr euch auch mal anhören dann. Wenn ihr zum Beispiel dann die Leertaste drückt, wird der Ton hier abgespielt. Später macht es wieder aus und wenn ihr dann anwenden drückt, dann wird das direkt verarbeitet. Dann könnt ihr direkt quasi, während das hier durchläuft, der Ton, könnt ihr quasi direkt bearbeiten und dann könnt ihr es nach eurem Geschmack anpassen. Dann habe ich noch einen Tipp für euch, weil ich Mikrofon in einem kleinen Budget, da hat man meistens so einen Hintergrund draußen. Das könnt ihr mit so zwei Sachen gut entfernen. Das ist einmal die adaptive Rauschminderung. Wenn ich jetzt drauf drücke, dann wird es direkt gestartet, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Da müsst ihr sogar ein bisschen rumspielen. Ich mag es immer, wenn das hier relativ hoch hat und die anderen so, circa 10. Könnt ihr selber gucken, wie ihr es haben wollt, aber die anderen Werte halt relativ niedrig habt. So wird quasi das Hintergrundrauschen quasi rausgemutet. Und das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und dann könnt ihr noch Rauschminderung Prozess machen und wenn ich jetzt hier drauf klicken würde, dann würde es halt direkt starten. Ich würde euch empfehlen, erst die adaptive Rauschminderung zu machen und dann Rauschminderungsprozess. Ja, und dann sind wir schon fertig mit der Audiobearbeitung. Können dann hier speichern unter, können dann hier exportieren klicken, Datei, dann euren Namen und hier ist natürlich wieder mein Name drin. Was ich nicht so gut finde, der wird gleich wieder rausgetaped und dann auf OK klicken, dann könnt ihr es beliebig irgendwo speichern. Kommen wir nun zum Schnitt. Ich werde jetzt einfach mal hier Adobe Premiere starten, weil ich schneide generell immer mit Adobe Premiere. Und ihr habt jetzt quasi die Audiodatei, die ihr mit Audacity aufgenommen habt, habt ihr dann in Adobe Audition bearbeitet. Habt ihr dann nochmal gespeichert, das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr die hier nehmen, sondern die von Adobe Audition. Und ja, noch eine Sache zu zu Audacity. Ihr könnt eure Dateien nicht in MP3 speichern, sondern müsst das in WAV machen. Und macht es einfach in WAV, das geht dann auch mit Audition. Weil wenn ihr irgendwie das mit Audacity in MP3 speichern wollt, dann muss man da so eine bestimmte Lizenz haben und damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Auf jeden Fall seid ihr jetzt bei Adobe Premiere Pro oder einem anderen Schnittprogramm wie zum Beispiel Sony Vegas. Aber wie gesagt, wenn ihr halt beispielsweise, wenn ihr meinen Kanal abonniert und da ein Like da lässt und unten in den Kommentaren schreibt, dass ihr es haben wollt, dann könnt ihr gerne das Programm hier kostenlos bekommen. Auf jeden Fall klickt ihr dann hier auf neues Projekt. Hier ist schon wieder mein Name, ist auch schön, kann ich wieder raustapen. Auf jeden Fall, nennt ihr euer Projekt jetzt einfach mal Test oder irgendwie anders, wenn ihr jetzt eine Minecraft-Aufnahme habt oder weiß was ich, Layers of Fear, kein Plan. Dann könnt ihr da den Namen reinschreiben, wie viel Aufnahme das ist. Und hier würde ich erstmal alles so lassen. Hier könnt ihr mit einer GPU-Beschleunigung arbeiten, wenn ihr eine gute GPU habt. Das würde ich dann auch auswählen, weil dann geht das Rendern ein bisschen was schneller. Also enorm schneller an für sich. Arbeitslaufwerke, dann könnt ihr auf OK drücken und dann sollte sich nach einigen Sekunden die Arbeitsoberfläche öffnen. Wie ihr seht, hat sich nun die Benutzeroberfläche von Adobe Premiere Pro geöffnet. Und nun sieht ihr erstmal vier Fenster. Ich habe mir das so zusammengestellt, dass ich hier quasi die Quelle habe. Hier das Programm, hier das Schnittfenster und hier das Projekt. Zudem habe ich noch den Media Browser, die Bibliothek, die Effekteinstellungen, den Audio Clip Mischer, die Metadateien und den Audiospiel, also den zweiten Audiospiel Mischer. Also einmal habe ich den Audiospiel Mischer und einmal den Audio Clip Mischer. Und falls ihr irgendwelche anderen Fenster hier reinhaben wollt, dann müsst ihr einfach nur auf Fenster gehen und dann euer Fenster hier auswählen, falls ihr es so haben wollt wie ich. Und ihr könnt die Fenster auch beliebig anordnen, das heißt, ihr könnt die Größe anpassen, wie ihr gerade hier seht. Kann ich das hier alles hoch, runterziehen, beiseite ziehen, kann jetzt meinetwegen auch die Metadateien, Daten, kann ich jetzt auch hier reinwerfen, dann habe ich jetzt hier drin. Da ist ziemlich viel möglich.
Ich mag es aber so ganz gerne, weil ich es so am übersichtlichsten finde. Na gut. Wie gesagt, wenn ihr die Adobe Creative Cloud haben wollt, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, schreibt das Ganze unten in die Kommentare. Dann will ich euch per Privatnachricht oder Privatmessage, ich weiß nicht wie es heißt, den Link zum Download dieser Creative Cloud von Adobe zukommen lassen. Und wie gesagt, da ist auch ein Textdokument von mir drin, ist die Anleitung, wie ihr das Ganze dann quasi cracken könnt. Und den Grund, wieso ich hier kein eigenes Video beispielsweise für den Adobe Crack machen kann, habe ich schon genannt, weil dann würde ich einen Strike bekommen von Adobe. Na gut, zunächst einmal importieren wir uns jetzt die aufgenommene Videospur, die wir eben mit OBS gemacht haben. Also ihr habt jetzt was aufgenommen, Gameplay oder irgendwas anderes, drückt dann F10, dann wird das Ganze gespeichert und beispielsweise wird das jetzt hier reingespeichert. Wir können jetzt beispielsweise eine andere Datei auch nehmen, ich nehme mal Volume D und dann Videos und dann nehme ich mal ein fertiges Video, was ich schon habe und ziehe das mal hier rein in Premiere. Einfach hier in das Projekt reinziehen. So, nun habt ihr jetzt beispielsweise, das ist jetzt einfach nur, das ist einfach nur jetzt die aufgenommene Datei. Und die zieht ihr dann hier unten ins Schnittfenster rein. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt natürlich irgendwas auf, wo ihr quasi In-Game-Sound habt, quasi wo der Computer quasi Musik macht, sei es ein Spiel oder sei es Musik, die vom Computer auskommt. Dann müsstet ihr die Tonspur von OBS beibehalten, weil OBS nimmt ja quasi auch die Audiospur auf, die der PC produziert. Sei es jetzt irgendwie ein Spiel, wo jetzt irgendwelche Schüsse sind, Schüsse oder die Sounds vom Laufen, nimmt natürlich OBS auf. Aber wer jetzt zum Beispiel so ein YouTuber ist, der eher so Tutorials macht und wo die einzigen Sounds am Computer sind, beispielsweise Windows-Sounds sind, dann könnt ihr natürlich auch die Audiospur vom PC komplett löschen, weil ihr habt ja quasi keine Sounds, weil woher sollen die Sounds auch stammen? Weil ihr nehmt ja nicht den Sound, den ihr ins Mikrofon gerade reinspricht, den nehmt ihr nicht über OBS aus, sondern über das Programm Audacity. Und wie gesagt, falls jetzt die Aufnahmen stoppen wollt, dann habt ihr hier beide die gleichen Hotkeys und wenn jetzt die Aufnahmen stoppt, dann drückt ihr erst auf dieses kleine viereckige, gelbe viereckige Symbol und dann könnt ihr hier noch auf Aufnahme stoppen drücken oder ihr klickt hier drauf und klickt gleichzeitig F10, dann wird das hier gestoppt und das hier gestoppt und wie gesagt, ihr könnt dann hier die Datei nachher Ton exportieren und das als WAV exportieren und hier wird das dann automatisch in euren angegebenen Ordner exportiert. Auf jeden Fall, um jetzt hier die Audiospur zu löschen, falls ihr jetzt wie gesagt kein Gameplay oder Musik direkt vom PC habt oder die Musik erst nachher einfügen wollt, dann könnt ihr gerne hier die PC-Audiospur löschen. Dann dafür macht ihr einfach oben das Schloss rein, klickt hier drauf und löscht es mit der Text-Zurück-Taste, ich weiß nicht, wie man die nennt, einfach Entfernen-Taste. Dann könnt ihr das Schloss wieder aufheben und nun fügen wir den Sound ein. Den Sound habe ich immer meistens unter Musik gespeichert, dann unter Sound von YouTube-Videos. Und dann nehme ich hier einfach mal von Turmoil den Sound beispielsweise und klatsche den erstmal hier unten in das Projekt rein. Das wird dann importiert und das kann man jetzt hier runter tun. So, jetzt zum Schneiden. Ihr könnt, ich nutze zum Schneiden immer gerne die Shortcuts C und V. V ist hier oben die Maus, also das Auswahlwerkzeug. Und wenn ihr auf C geht, wird hier unten die Basierklinge. Also ihr seht das hier. Hier in dem Fenster switcht sich jetzt immer zwischen dem Maus und der Rasierklinge. Es wird immer so leicht türkisfarben. Und auf jeden Fall könnt ihr jetzt, wenn ihr C habt, könnt ihr jetzt beispielsweise hier einen Cut reinsetzen, dann drückt ihr wieder V, markiert das, macht es weg und könnt es jetzt quasi schneiden. Ja, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt hier wieder doch wieder was dran haben wollt, könnt ihr euch das wieder zuholen. Also er merkt sich quasi, wie lang das Stück vorher war, könnt euch das wieder zuholen. Und ja, das ist praktisch. Das
könnt ihr quasi euch hier wieder das Stück zuholen und es ist quasi wieder vollständig. Also ihr könnt da ziemlich viel machen, ihr könnt auch quasi, wenn ihr hinten zu viel habt, könnt ihr es auch so quasi wegziehen. Das ist das gleiche, als wenn ihr einfach hier C drücken würdet, hier den Cut machen würdet, dann wieder V drücken würdet und das Mikrofon ist ein bisschen, also ist ein bisschen verstellt, könnt ihr, das kommt auf das gleiche letzten Endes raus. Und ja, das ist es eigentlich so. Könnt natürlich dann noch, wenn jetzt hier mit Rechtsklick drauf geht, noch eine Spur hinzufügen, dann habt ihr da oben, weiß ich, wie viele Spuren drin. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr jetzt auf Titel geht, neuer Titel, Standardtitel, dann könnt ihr irgendwie benennen, weiß ich, Test jetzt einfach mal. Ja, ist falsch geschrieben, ist egal. Könnt ihr hier beispielsweise irgendwas reinschreiben. Macht einfach so ein Textfeld, macht die Schrift auf. Nehmt euch hier unten irgendwie, also einfach so ein Template raus, so eine Vorlage, die ihr haben könnt. Das sind diese Standard-YouTuber-Schriften, wie man sieht. Zum Beispiel das hier ist so eine Standard-YouTuber-Schrift, wenn man das so sagen kann. Dann könnt ihr es hier reintun, könnt jetzt irgendwie das schreiben, ein bisschen größer machen. Also hier oben könnt ihr den Text größer machen. Dann könnt ihr es hier sagen, vielen Dank. Man kann ein wunderschönes Ausrufezeichen reinmachen. Und wie gesagt, das könnt ihr dann anpassen. Ihr könnt auch nur das da unten auswählen. Und wenn ihr unten so eine Party-Schrift habt, habt ihr dann halt so eine Party-Schrift. Also, das geht alles. Also eine tolle Leuchtschrift. Weiß ich, ihr könnt dann irgendwas dann dahin machen, beispielsweise jetzt so. Klickt dann einfach hier auf Schließen. Dann habt ihr jetzt diesen Titel. Der Titel ist jetzt noch nicht in dem Video drin. Also ihr seht jetzt, ich mache den Sound. Achso. Naja, ihr habt jetzt einfach irgendeinen scheiß Sound. Aber ihr seht, das ist noch nicht hier drin. Dafür müsst ihr erstmal das quasi hier draufkleben. Jetzt ist es quasi da drauf geklebt. Und ihr könnt jetzt quasi den Titel, das ist ein Titel, so nennt man das, könnt ihr auch so lang machen, wie ihr wollt, im Prinzip. Das ist jetzt, so, da ist gar nicht der Titel, eine Sekunde. Titel ist jetzt irgendwie an. Habe ich den Titel reinkopiert? Ah ja, hier oben ist der Titel. Ich ziehe mal eine Spur weiter runter. Nur damit ihr das besser sehen könnt. Ich mache das Fenster mal was größer. So. Gut, schiebe ich hier noch eine weiter runter. Also diesen Titel da, der heißt auch Test, sieht man ja, wenn man draufklickt. Auf jeden Fall seht ihr, habt jetzt diesen Titel hier. Und den könnt ihr auch so lang machen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt es anpassen. Ach, ich will das vielen Dank da noch 3 Minuten weitersehen, dann könnt ihr es halt länger machen. Oder ihr sagt, ach hier, da ist irgendwie so eine spannende Szene, da will ich nicht dieses vielen Dank da haben. Dann drückst du C, klickst einmal drauf. Hast quasi so einen Cut da drin, kurz wieder V und kannst jetzt dann weiter nach hinten schieben und dann hast du jetzt quasi das so kopiert und das ist es eigentlich. Da kann man tausende Sachen machen, kann da auch, wenn man ein Viereck haben möchte, kann man hier rechts, hier links an der Seite irgendwas oder was ich, einen Winkel haben möchte, kann hier auch einen Winkel sich reinzeichnen, da kann man alles Mögliche machen. Und da hat man jetzt halt einen Winkel drin. Also, ja, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, wenn ihr das Programm haben wollt, dann einfach in die Kommentare was schreiben. Vielen Dank nochmal für den großartigen Support von euch. In Form von Abonnenten, Kommentaren und Likes und auch Views. Und ja, falls ihr irgendwelche Wünsche habt in der Richtung von Premiere, After Effects, Photoshop, wie man zum Beispiel ein Banner, YouTube-Banner erstellen kann oder ein Profilbild oder vielleicht auch ein Thumbnail, so dass es möglichst professionell oder halbwegs professionell aussieht. Da könnt ihr gerne Wünsche reinschreiben, Video-Wünsche, was ihr da sehen wollt, in diese Richtung. Das macht nämlich relativ viel Spaß und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit, obwohl das Video sehr lang ist. Ja, vielen Dank und tschüss und bis zum nächsten Mal.